Hallo und guten Tag, schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Es geht mir nochmal um das Thema Israel und die Situation dort, die sich ja immer mehr zuspitzt. Eben kam eine Pressemeldung, dass Netanyahu wohl dem Vorschlag des Staatspräsidenten zugestimmt hat, einer sogenannten Volksvereinbarung des Staatspräsidenten Itzhak Herzog, dass man wohl diese Justizreform etwas abmildert. Aber sein Justizminister hat sich geweigert, den Kompromissen in der Rechtsreform beizutreten und mit Rücktritt gedroht. Dann hat Netanyahu seine Zusage gegenüber dem Staatspräsidenten wieder zurückgenommen. Also es geht da hin und her. Und ich gehe ja davon aus, dass Israel auseinanderbrechen wird in der letzten Zeit. Nicht, weil ich das vermute, sondern weil ich glaube, dass man das in der Bibel sehen kann, dass Israel in einen nördlichen und einen südlichen Teil zerbrechen wird, wie das in der Antike auch schon gewesen ist. Und dann irgendwann auch Israel angegriffen werden wird. Das habe ich in verschiedenen Videos ja auch argumentiert. Ich weiß nicht, ob das Zerwürfnis, was wir jetzt in Israel sehen, schon diese Trennung herbeiführen wird. Weil so ein Auseinanderbrechen von einem Staat, das ist schon eine große Sache. Und es kann auch sein, dass das noch dauert. Ja, das weiß man erst, wenn es soweit ist. Was man jetzt aber schon sieht, ist, dass dieses tiefe Zerwürfnis zwischen links und rechts, zwischen moderner europäischer Lebensart und talmudischer Lebensart einen tiefen Riss in Israel verursacht. Ja, also sozial, religiös, wirtschaftlich. Jetzt kommen noch die Probleme mit dieser Silicon Valley Bank dazu. SVB Bank, ja, SVB, die wohl pleite gegangen ist in Amerika und schon zwei Banken mitgerissen hat und jetzt auch die Credit Suisse in der Schweiz 25% an Aktienwert eingebüßt hat. Also scheint so zu sein, als ob diese Bankenthematik dann doch auch irgendwo nach Europa schwappen könnte. Die Banken sind ohnehin alle verknüpft miteinander. Ja. Also das kann durchaus sein. Die Frage ist, für mich aber vor allem, wie es in Israel weitergeht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich jetzt von Möglichkeit 1 ausgehen, dass sie diese Justizreform durchziehen, die im Übrigen auch Netanyahu nützt, weil der ja eigentlich vor Gericht stehen sollte wegen Korruption. Und durch diese neue Justizreform ist sein Prozess auch angehalten worden. Und wenn die Justizreform durchkommt, dann wird er wahrscheinlich überhaupt nicht verklagt werden. Und das ist für die Linken natürlich auch ein Riesenproblem, weil die wollen, dass Netanyahu vor Gericht gestellt wird. Es kann jetzt sein, dass sie diesen Justizprozess durchziehen. Dann kann man davon ausgehen, dass die Proteste nur noch stärker werden und Israel überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. Und das könnte vielleicht sogar zu einem Bruch führen, was ich aber noch nicht unbedingt erwarte. Ja. Aber man, wie gesagt, man weiß das nicht, ja. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie die Justizreform nicht durchführen, sondern irgendwann merken, das ist mit den Bürgern im Norden Israels nicht zu machen und dass sie die Justizreform dann absagen. Dann tritt der Justizminister zurück von Netanyahu, dann bricht seine Regierung auseinander, dann gibt es Neuwahlen. Dann steht man vor demselben Problem wieder, weil das Wahlergebnis, das dann kommen würde, das würde genauso wieder aussehen wie das jetzige. Und würde eigentlich überhaupt kein Vorwärtskommen bringen. Auch die Koalitionen würden ähnlich wieder aussehen. Da würde sich gar nicht so sehr viel ändern. Und diese Situation in Israel, die spielt natürlich den Gegnern Israels extrem in die Hände. Ja. Also alle Organisationen und Staaten, die gegen Israel sind, die warten eigentlich nur, die stehen davor und sagen, wir müssen nur warten, die Israelis, die zerstören sich gerade selber. Die lösen das Problem für uns. Dazu kommt, dass wohl irgendwelche Waffenlieferungen auch heimlich ins Land gelangen, dass der Iran in Syrien aufrüstet, dass Amerika extrem schwach ist und Israel kaum schützen kann in der gegenwärtigen Situation, dass jetzt auf Vermittlung von China gestern oder vorgestern oder davor den Tag Saudi-Arabien und der Iran seit 2016 zum ersten Mal wieder diplomatische Beziehungen zueinander aufnehmen. Das heißt, Israel ist immer mehr isoliert, immer mehr in Gefahr, weil Amerika Israel nicht mehr schützen kann. Ein Thema übrigens, was vor
2 bis 3 Jahren auch auf meinem Kanal heftig diskutiert wurde. Ja, niemand konnte sich vorstellen, dass Amerika Israel mal nicht beschützen würde. Ja, das war undenkbar. Jetzt sind wir nur 3 Jahre weiter und wir sehen, dass das kaum noch möglich ist. Und man findet plötzlich im Nahen Osten eine Koalition zwischen Russland und Iran und Saudi-Arabien und China. Und über die BRICS-Staaten auch Indien. Also da kommt eine riesige politische Macht auf. Und man hat fast den Eindruck, als ob wir in einer Zeit leben, wo das komplette politische Gleichgewicht oder die komplette politische Situation, wie sie bisher geherrscht hat, Gleichgewicht war das ja auch keins, mit Amerika als Hegemonialmacht weltweit vollkommen implodiert und sich Richtung Russland, China verlagert. Vielleicht sogar stärker noch nach China als nach Russland. Europa vollkommen schwach, vollkommen desorientiert, verblödet, muss man eigentlich sagen. Zumindest in den Regierungsriegen, die Bevölkerung, da habe ich ja immer noch Hoffnung, dass die manches auch einfach mal langsam verstehen werden und durchschauen, zumindest in größeren, namhaften Teilen der Bevölkerung. Aber die Frage, wie gesagt, ist die, dass Israel jetzt in der Situation ist, die man sich vor 2, 3 Jahren überhaupt nicht vorstellen konnte, dass Israel nämlich isoliert ist und Amerika nicht mehr in der Lage ist, Israel zu helfen und zu unterstützen. Wie kann das weitergehen? Ja, also das Problem der Regierungskoalition in Israel, der jetzigen Regierungskoalition, liegt darin, dass Netanjahu so wenig Stimmen bekommen hat, dass er auf die Stimmen der Ultraorthodoxen angewiesen war und mit denen zusammen dann seine Regierung bilden konnte, aber nur mit deren Sitzen. Und die treiben jetzt natürlich diese Justizreform vorwärts und wollen überall im Land kleine Sanhedrins einrichten und wollen selber auch in der Knesset Gesetze verabschieden, so wie das im Alten Testament eigentlich gewesen ist. Ja, also die gieren nach der Gesetzesmacht, dann kann die Regierung Gesetze erlassen und nach den Gesetzen dann auch einfach durchregieren. Das wäre dann also in dem Sinn gar keine Demokratie mehr. Diese Situation ist eigentlich deswegen eingetreten, weil Netanjahu zu wenig Stimmen hatte, um eine eigene Mitte-Rechts-Regierung zu bilden und deswegen die Ultrarechten in seine Regierung nehmen musste. Die dritte Möglichkeit, die es noch gäbe, wäre, dass Netanjahu nicht mehr kandidiert. Denn viele Mitte-Links-Wähler, Mitte-Rechts-Wähler haben in der letzten Wahl auch links gewählt, weil sie den Netanjahu nicht wollen. Und deswegen hat die jetzige Regierung von Netanjahu so wenig Stimmen bekommen. Wenn jemand anderes in der Likud-Partei antreten würde für die Wahl als Netanjahu, dann würden viele Wähler aus der politischen Mitte und vielleicht sogar Mitte-Links und Mitte-Rechts auf jeden Fall würden dann Likud wählen und dann hätte die Likud-Partei eine Mehrheit ohne die Ultraorthodoxen. Und dann könnte man sich vorstellen, dass da unter Umständen die Regierung dann noch eine Zeit lang auch zusammenbleiben kann. Dann würde auch die Teilung Israels in weitere Ferne rücken, ja? Wenn man das überhaupt so behaupten kann, weil die Zeit ist irgendwie da. Ja? Also selbst wenn jetzt eine neue Regierung käme unter der Likud-Partei ohne Netanjahu, ist dieses tiefe Zerwürfnis zwischen den Israelis im Norden und den Israelis im Süden, die ist einfach mit Händen zu greifen. Und sie entspricht auch der Teilung, die ich erwarte aus der Prophetie der Bibel, nämlich eine Teilung zwischen Nordisrael und Südisrael, womit dann einige politische Linien auch vorlaufen möglich wären. Ob das und wie das eintritt, weiß man nicht. Ja, die Bibel geht davon aus, dass Israel in der Endzeit wieder geteilt ist. Aber warum das kommt und wie das zustande kommt, ist offen, lässt die Bibel offen. Wenn man sich anschaut, wie es damals gewesen ist unter Jerobeam und Rehabeam, dann ging es damals ums Geld. Nach dem Tod Salomos sind die 10 Stämme, die 10 Nordstämme, zum Sohn Salomos gekommen und haben zu ihm gesagt, senk mal die Steuern. Dein Vater hat so hohe Steuern erhoben und wir möchten gern, dass die Steuern gesenkt werden. Und der hat gesagt, ich erhöhe die Steuern sogar noch. Und dann haben die 10 Stämme sich dann endgültig getrennt vom Süden und danach war dann die Reichsteilung.
unter Jerobeam und Rehabeam besiegelt. Das heißt, es ging damals um Steuern, um Geld. Und mit dem, was man jetzt sieht, was mit der SVB Bank da in Silicon Valley ist und mit den Banken in Israel, die da wohl auch irgendwo ihr Geld gerade noch pünktlich abgezogen haben, da merkt man, dass das Geld eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und man sieht auch immer wieder, dass Politiker auf dieses Thema Geld anspielen, weil sie sagen, dass die Ultraorthodoxen in Jerusalem weder arbeiten noch sonst irgendwelche staatsbürgerlichen Dienste verrichten, sondern mit Millionen und Milliarden bezahlt werden, damit sie in der Tora lesen können und ansonsten sich am staatlichen Gemeinwesen überhaupt nicht beteiligen. Also da wird auch schon so eine Art Neid geschürt, weil die Israelis in Tel Aviv und in Haifa, also im übrigen Land, relativ hohe Steuern zahlen und die Ultraorthodoxen davon befreit sind. Also dieses Thema Steuern ist durchaus auch immer wieder zu hören. Das Thema Geld überhaupt ohnehin jetzt im Moment. Vor ein paar Tagen hieß es noch, dass Israel Milliardenabflüsse zu beklagen hat, weil viele der Tech-Firmen in Tel Aviv fürchten, dass sie nach dieser Rechtsreform durch die Ultraorthodoxen kein Geld mehr ins Ausland transferieren dürfen. Deswegen glaube ich, dass aus Israel Milliardensummen abgeflossen sind und unter Umständen jetzt durch diese Pleite der SVB-Bank doch Gelder in, ich glaube, 42 Milliarden aus Amerika zurückgeflossen sind. Das heißt, dass 50% aller Firmen in Israel bei der Silicon Valley Bank gewesen sind, auch wenn sie nicht in der Softwareindustrie gearbeitet haben. Und da kommen natürlich extreme Mittelflüsse wieder zurück ins Land, die Israel dringend braucht, weil Israel sich bewaffnen muss in der Situation, so wie es jetzt aussieht. Ja. Aber um das zurückzuführen aufs Anfangsthema, es gibt da eigentlich drei Lösungen. Entweder die Justizreform kommt durch, dann hören die Unruhen nicht auf. Oder die jetzige Regierung unter Netanyahu sagt die Justizreform ab. Dann bricht die Regierung auseinander, dann gibt es Neuwahlen. Und die dritte Lösung wäre, dass Lösung 2 dahingehend nochmal verändert würde, dass Netanyahu nicht mehr antritt. Und dann hätte der Likud tatsächlich Möglichkeiten, nochmal eine Regierung zu bilden ohne die Ultraorthodoxen. Dann bliebe diese ganze Problematik trotzdem virulent in Israel zwischen dem europäisch modernen Norden, der wirtschaftlich erfolgreich ist, und dem armen Süden, der durch die Ultraorthodoxen geprägt wird. Das entspricht ziemlich genau dem, was auch, wie auch die Situation gewesen ist zu Jesaja. Jesaja 7 spricht so auch über diese Dinge. Der Norden war wirtschaftlich damals sehr erfolgreich, aber gottlos. Und der Süden, der war eher gottergeben, aber arm. Und dann kam es irgendwann zu einem Bruderkrieg im Syro-Ephraimitischen Krieg, dass Syrien mit Ephraim einen Bund geschlossen hat und dann gegen Jerusalem gekämpft hat. Und genau das erwarte ich für die Endzeit. Ja. Das ist vielleicht jetzt im Moment noch genauso unvorstellbar, wie vor 3 Jahren die Aussage gewesen ist, dass Amerika Israel nicht mehr schützt. Aber jetzt nach 3 Jahren ist das nicht mehr so unwahrscheinlich. Und ich glaube, wenn wir noch mal 3 Jahre weiter sind, dann ist das, was ich jetzt sage, vielleicht auch nicht mehr so unwahrscheinlich. Wir halten uns an das, was die Bibel sagt, und vergleichen das, was die Bibel sagt, mit dem, was wir sehen. Und machen das nicht umgekehrt, dass wir das, was wir sehen, in die Bibel reintragen. Ja? Weil das ist immer schiefgegangen, habe ich auch öfters schon gesagt. Aber die Situation in Israel ist extrem gefährlich für den Fortbestand des Staates. Das wissen auch alle. Selbst Israel heute meldet mittlerweile diese Aussagen. Und vor einigen Tagen, das war auch interessant, da war der israelische Botschafter, der 4 Jahre lang in Washington für Israel als Botschafter gedient hat und davor 3 Legislaturperioden Außenminister war und beratend für die Regierung tätig gewesen ist, der hat gesagt, dass er den Eindruck hat, dass in unseren Tagen in Israel 2 Völker entstehen. Da war ich natürlich hellhörig. Ja? Und der Moderator der Sender, das war der Jonathan Hessen von TV Israel News, TV 7 Israel News, der sagt zu ihm, Sie meinen wie zur Zeit der biblischen Antike? Ja, ja, sagt er, genau, wie zur Zeit damals, als Israel auch 2 Teile hatte. Und es ist heute sogar geografisch so, dass wir im Süden Judäa haben und Jerusalem und im Norden entlang der Küste den 2. Teil. Und er sagt, also es sieht heute sogar geografisch fast so aus wie damals. Ja. Und er sagt, es ist kurz davor, dass das auseinanderbricht. Da war ich sehr hellhörig. Ähnliches hat der
Arzt von Amir Zarfati gesagt. Der Amir Zarfati hat eine Meldung geschickt in Telegram, dass er bei seinem Arzt gewesen ist und dass der Ähnliches auch gesagt hat über die Teilung Israels. Und Zarfati sagt, er ist weder Jude noch Christ, aber der hat alttestamentliche Aussagen eigentlich in einen guten Zusammenhang gebracht. Da habe ich mir gedacht, das müssen wir auch tun, ja, wir Pastoren. Das muss Amir Zarfati tun, das müssen unsere Pastoren und Prediger und Pfarrer und Priester, die müssten das tun. Ja. Und wir tun gut daran, dass wir die Bibel kennen. Und manchmal denke ich, die Zeiten, die sind so aufgewühlt und unruhig. Ja. Und das wird immer unruhiger eigentlich. Und für mich ist es immer gut, die Bibel zur Hand zu nehmen und einen Psalm zu lesen oder im Neuen Testament reden Jesu oder einen Paulusbrief mal zu lesen. Ja. Und vielleicht auch manchmal den einen oder anderen Propheten im Alten Testament. Das ist für mich Urlaub für die Seele, weil wir in der Bibel, im Evangelium, in Jesus Christus in persona einen festen Anker haben. Wir sind nicht uninformiert, wenn wir die Bibel kennen. Ja? Zunächst mal über unsere eigene Situation, über die Vergebung unserer Schuld, über unser eigenes Heil, über die Hoffnung, die wir haben, die Hoffnung der Auferstehung, die Hoffnung eines ewigen Lebens. Ja? Das ist etwas ganz, ganz Wertvolles und da muss man unbedingt festhalten dran. Ja? Und auf der anderen Seite auch in Bezug auf prophetischen Linien die Bibel neu durchdenken dürfen und Dinge finden, die vielleicht bisher nicht so gesehen wurden. Ja, das ist ja auch der Inhalt und Sinn meines Kanals. Ja. Ich wollte euch das nur mal so kurz zurufen, so ist so meine momentane Einschätzung da in Bezug auf Israel. An den Finanzmärkten werden wir sicher noch einige Turbulenzen sehen. Also wir haben jetzt Seuchen, wir haben jetzt Kriege, wir haben teure Zeiten. Ob das der Anfang der Wehen ist? Ja, das wäre schon interessant. Wie gesagt, bin ich immer sehr zurückhaltend mit prophetischen Aussagen, weil man sich da sehr, sehr irren kann, zu sagen, das ist jetzt soweit. Ja? Jesus sagt, dass wir die Zeichen der Zeit beurteilen sollen. Die Zeichen der Zeit haben wir in den Videos ja immer wieder auch behandelt. Aber ausrechnen, wann Jesus kommt, das können wir nicht. Ja? Wir können nicht rechnen, wann er kommt. Das ist unmöglich und macht deswegen auch keinen Sinn. Die Zeichen, die ich erwarte, sind erstens, Israel zerbricht in zwei Teile. Wenn das passiert, dann geht es schnell. Dann wäre das zweite Zeichen, was ich dann erwarte, dass Jerusalem angegriffen und belagert wird und in dieser Belagerung zum Glauben an Jesus Christus kommt. Das sind die beiden Zeichen der Zeit, von denen ich glaube, dass man die beachten muss. Wenn Israel dann zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann trägt der Feigenbaum Blätter. Und die Generation, die das sieht, die wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Denn von der Wiedergeburt Jerusalems bis zur Wiederkunft Christi sind 7 Jahre. Das ist kaum eine Generation. Ja? Deswegen sagt Jesus, wenn der Feigenbaum Blätter trägt, die Generation, die das sieht, die wird alles erleben. Ja? Die wird da bleiben, bis Jesus wiederkommt. Also das sind so die Zeichen, die ich da erwarte. Da weise ich immer wieder hin auf in meinen Videos. Aber am liebsten weise ich hin auf Jesus Christus. Ja? Er ist der Anfang. Er ist das Alpha und das Omega, er ist der Vollender, Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Heiland, er ist der Herr der Welt. Er hat auf Golgatha sein Blut vergossen. Er hat mühsam unser Heil erwirkt. Und es ist nicht mehr als billig, dass er der Herrscher der Welt ist. Der Herrscher der Welt werden wird für alles sichtbar. Und dass er diese Welt auch richtet für das, was sie getan hat. Ja. Wohl dem, der da Vergebung seiner Schuld hat. Mit den Worten euch alles Gute, Gottes Segen, viel Kraft, viel Durchhaltevermögen, viel Glauben, ja, Glaubensmut. Wir gehen unseren Weg Tag für Tag, wir gehen zur Arbeit, wir machen das, was vor der Hand ist, geben Zeugnis von der Hoffnung, die in uns ist. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen, alles Gute und bis bald.